Freunde, was geht ab? Es ist endlich soweit. Boom, das erste offizielle Video zu den Icon 5 Bewerbern. Wir sind hier heute mit Sandro und dem guten Kolinski am Start. Und wir sind gerade live auf Twitch, Freunde. Schaltet beim nächsten Mal gerne ein. Der Link ist in der Beschreibung. Und wir bewerten heute, wie gesagt, die ersten Icon 5 Bewerber. Und ich freue mich übertrieben. Wir haben sehr lange auf diesen Tag gewartet. Und es wurde auch sehr lange auf diesen Tag hingearbeitet. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie es laufen wird. Ich freue mich. Schön, dass ihr hier seid, Jungs. Wir werden jetzt regelmäßig live auf Twitch sein und uns die ganzen Bewerber anschauen. Und natürlich wurde die App schon angekündigt, aber die ist offiziell noch nicht online. Da kannst du ja mal schon mal alles erklären, wann und wie das Ganze stattfinden wird. Ja, also die App, die kommt auf jeden Fall jetzt bald. Wir arbeiten jetzt gerade noch die letzten Sachen aus und ich hoffe, dass wir heute ein erfolgreiches Erlebnis mit der App haben. Und wenn alles glatt laufen sollte, dann werden die Leute da draußen die App selber benutzen können über die nächsten, also in den nächsten Tagen. Dann würde ich sagen, starten wir offiziell mit dem ersten Künstler zu Icon 5. Let's go. Let's go. Der erste Kandidat, mit dem wir starten, ist Azu. Hey, wow. Let's go. Let's go, Azu. Zeig mal, was du drauf hast. Lauter. Shorty, sie ist verliebt in ein G. Ich behandle sie wie eine Queen, ey. Versteck meine Glizzy bei ihr. Wegen Gendarmerie hab ich PTSD. Es heißt no breaks, bis ich mein Face seh auf dem Flatscreen. Und wenn es mit Rap nicht klappt, muss ich auf dem Backseat vom Gesetz fliehen. Mein Bro wurde mit 20 Racks gepackt. Natürlich nahm sie ihn direkt fest. Darum sind meine Stacks jetzt unter der Erde. Genau wie Queen Elizabeth. Look, sorry Mama, I'm a criminal. Sorry Mama, I'm a criminal. I'm a criminal. Boah, wie geil das Video auch gemacht hat. Geisteskrank, Bruder. Der ist Baba. Ich finde das auch krank. Ja, Walla. Boah. Der ist Baba. Und wie geil der das, wie der sich einfach Gedanken halt gemacht hat mit dem Video. Auf einmal Licht überall, Bruder, die Bruder kommen rein. Aber der ist Killer. Yeah. Ich bin irgendwie verrückt nach Geld. Doch ich lasse mich nicht erwischen von Gendarmerie. 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 Bruder! Stark. Bruder! So fängt man doch gut an, Bruder! Erstens, Bruder, komm, du sagst zuerst, ne? Ich finde ihn Baba, Walla, geile Stimme, bleibt im Kopf, Wiedererkennungswert, alles da. 100%. Walla. Jetzt kommt es halt nur noch auf die nächsten Runden an, Walla, guter Kandidat, Bruder, wir fangen sehr gut an. Das sind die Künstler, die ich bei Icon 5 sehen will. Und ich glaube, deswegen wird es so geil, Alter! Weil genau so, solche Künstler werden dabei sein, Alter. Brandneu ist so Originalität, Kreativität, geht er mit dem Zeitgeist mit, einfach, weißt du... Ist das was Neues? Ist das was Modernes, so passt das? Oder macht er so 2000er Musik so? Mhm. Oder 1990 oder keine Ahnung, das, was damals cool war. Mhm. So ist der fresh halt. Mhm. Ja, was würdet ihr denn sagen? Cool. Für heute? Der ist brutal. Für mich ist er auch. Der ist eine 6, Bruder. Ja. So, wow. Da hat er auf 0 gelassen. So, hast du 5 oder 6 gemacht? Auch. Ich hab 6 gemacht. Bruder, ich schwöre, das ist für mich das volle Paket. Ja, auf jeden Fall 6, Bruder. Auftreten, wie der sich gibt und sonst was, ne? Ja, der kommt schon erfahren rüber, der delivert eigentlich ganz gut, selbstsicher, ne? Kann man auch. Ja, einen guten Stil auf jeden Fall. Du hast, glaube ich... Stark, Colin? So. Und Technik. Flow. Fluss. Einfach Fluss. Flow fand ich geil. Yeah. Aber jetzt auch nicht so überragend. Ja. Also jetzt noch nicht so, wo ich gesagt habe, boah, das hat mich komplett... Bei der Rap-Passage. Doch, Bruder, ich finde ihn krank. Also guck mal, ist du musst dir so vorstellen, also check das mal so ab. Pass auf, unten, diese, da sind ja immer so die zwei Striche. 0 und 1 bedeutet für euch, der ist schlecht. Mhm. Zwischen 2 und 4 heißt der so mittelgut, also 2 ist unteres Mittelfeld, 4 ist oberes Mittelfeld. 5 ja, und 6 bedeutet, der ist gut, aber 5 wäre so, der kann sich noch verbessern. 6 ist so, nein, das ist perfekt. Ja, ich gebe dem eine 4 bei Flow. Okay. Ohrwurm. Fand ich krass. Ja, safe. Würde ich auch auf eine 5 gehen. Mhm. Ne? Und bei Text würde ich dem auch eine 4 geben. Ja. Der nächste Künstler ist der Nassim. Aka Enarabi von Icon 4. Aiwa, von Enarabi zu Nassim. Wie geleakt, das sieht man doch, Alter. Ja, let's go. My Bella Unang. Du weißt genau, wenn du mich ansiehst, werde ich wach. Kannst mir vertrauen, dein Freund weiß eh nicht, was du machst. Lasst uns ein Baum, wir sind benebelt bis zum Mann. My Bella, My Bella Unang. Du weißt genau, wenn du mich ansiehst, werde ich wach. Das ist doch
gesampt, also die Melodie kennt man, Havana oder so. Havana Unana. Ja, das haben wir jetzt im letzten Video haben wir ja darüber gesprochen, mit diesen Melodien, so da da da. Schwierig zu beurteilen, ich sag dir ehrlich. Mal play, ich will mal lass uns mal erstmal hören. Kannst mir vertrauen, dein Freund, weiß eh nicht, was du machst. Lass uns entbauen, wir sind benebelt bis zum Mann. Mabella, ey, Mabella Unana. Du weißt genau, wenn du mich ansiehst, werd ich schwach. Kannst mir vertrauen, dein Freund, weiß eh nicht, was du machst. Lass uns entbauen, wir sind benebelt bis zum Mann. Mabella, ey. Mabella, lass uns einbauen, wir beide kennen keine Vernunft beim Rausch. Keine Zeit, denn zu pennen, wenn ich untertauch, ja, dann weißt du das wegen den Jungs im Blau, ey. Ja, yeah, du hast mich angeschaut, ey, und dich direkt verliebt. Hast du den Joint gebaut, sie will kein Tabak, nur Weed. Ihr Freund ist schon lange am Bruder, Main, hat sich das, diese kleine Stelle, hat sich das ein bisschen an Dino erinnert? Oder bin ich dumm gerade? Von der Stimmfarbe, meinst du? Also dumm bist du generell nicht, du bist ein Brain, Bruder. Die Melodie ist zwar gezogen, den Text hat er selber eingebaut, so. Schwierig zu beurteilen, weil heutzutage geht sowas auch, kann sowas durch die Decke gehen. Nur mal so nebenbei, ne? Die Augen und Nägel sind weit. Und sie will mein Herz, sodass es scheint. Sie ist benebelt bis zur Macht. Keine WWchen, weil sie pafft. Immer wenn ich rede, wird sie schwach. Und deshalb geb ich ihr zum Takt. Baby, komm, bauen zu mich. Ich weiß Bescheid, dein Freund taugt zu nichts. Ich weiß, wie versaut du bist. Ja, da komm, bauen zu mich. Mabella Unana. Ja, guck mal. Bin ich groß verdient. Das ist doch. Danke dir. Der will uns also, bestechen. Guck mal, die Hook ist. Die ist gut, weil man die kennt. Ja, nein, Bruder, der hat die einfach eins zu eins übernommen. So, da ist nichts Eigenes drin. Es ist kein eigenes Werk draus entstanden. Und die Parts fand ich auch nicht überzeugend. Also von mir gibt's keine guten Punkte. Gut, Bruder. Ja, das kannst du ja dann machen. Das ist ja deine Meinung, oder? Von mir kriegt der gute Punkte. Also von mir gibt's auf jeden Fall keine guten Punkte. Ich finde, die Hook ist catchy. Die Parts sind ein bisschen so lala, aber... Also, guck mal, die Hook ist natürlich... modern, so Samples und so weiter gehen gerade gut ab. Ja, hast du recht. Aber Bruder, natürlich muss man dann auch was Eigenes draus machen, was dann wirklich bleibt so. Ja. Weißt du, was ich, Alter, was dich so ausmacht in diesem Song? Ja. Er hat was Eigenes draus gemacht. Ja. Ist hier nicht passiert. So, Optik. Ja, das ist ein bisschen schwach. Ja, so, hier so mäßig. So ist gerechtfertigt. So, Flow. Also der Rap-Part. Flöß, ich liebe, wie das übersetzt wurde auf Deutsch. Okay, Ohrwurm war okay. Das Einzige, was im Kopf geblieben ist, die Hook. Ohrwurm muss man dem lassen. So. Aber ist ja auch übernommen. So ja, aber den Ohrwurm hat er ja nicht überzeugt. Den hat er ja übernommen. Ja, der hat übernommen. Ich meine, das Einzige, was geblieben ist, ist halt... Ja, okay, dann gibt er nicht... ja, komm, mach mal hier drei. Okay. So, das sind meine Punkte. Der nächste Künstler ist Denno, 419. Wow. Ey, ganz kurz, ne? Übrigens. Ich habe Dennos Video noch nicht gesehen, ich höre aber die ganze Zeit, Denno. Okay. Ich höre die ganze Zeit von allen Seiten Denno, aber ich habe sein Video noch nicht gesehen. Okay, let's go. Ich bin sehr gespannt. Shoot! Guck, die Hater werden nass wie beim Weight Cut. Ist es wegen der Datejust oder Barbies mit Make-up? In ganz Hannover gibt es nur noch Fake News. Sip Grey Goose, bisschen Grapefruit, früher Sonic auf der Gamecube. Boah, also, stark. Man hört direkt raus, ne, dass er auf jeden Fall sehr viel Erfahrung mitbringt. Ja. Oder allein schon, wie er es flowt und die Flow-Switches und so weiter direkt am Anfang. Ne, er kommt geil rein und er packt mich direkt am Anfang schon. Das finde ich immer sehr wichtig. Was ist los mit der Szene? Baby, sei dir sicher, es wird groß, wenn ich rede. Gib mir einfach more money for bunnies in ripped jeans. Kelly Reed und die Rally will mitziehen. Pop-Bottles, Hoodie, Velo-Stoff. Honis im Tourblock für die Kundis im Ruhrpott. Ich erinnere mich an Tage, wo es nicht lief. Guck, heute seid ihr Freunde, aber Bitch, please. Baby Girl, rollt das Paypur, CBD. 90er Retro, Trikots von Trisegé. Komm aus dem Wohnblock, Dunkel-Ozonloch. Coca ist Rohstoff für die Bitches mit Botox. Duisburg, da wo ich mit Knastgängern bin. Also bitte mach kein Auge mehr, scharf Rechermin. Kriege 100k Cash von meinem Label-Boss. Denn ich bin Allround-Talent, so wie Jamie Foxx. Was kann ich dafür, wenn du nur ein Billo-Part-Raps, Unikat bis zum Tod, Bruder, für Roazet, SAT, Azad, guck in meinem Sack. Geil, voila, geil. Bruder, fand ich auch sehr stark. Originalität, ja, wie du schon sagst, ne, es ist jetzt nicht hier auf dem Level, ich würde so auf eine 4 gehen, so, weil ich ihn echt gut finde, muss man sagen. Ne? Ja, aber man weiß auch, dass er mehr kann, weißt du? Die Bewerbung, aber trotzdem muss ich das bewerten, was ich hier gerade habe. Ja, normal. So.
Auftreten, ja, auf jeden Fall. Optik, ja, ja. Ich glaube, was da auch mit reinfließt übrigens in diesen Punkt Auftreten, ist Selbstbewusstsein. Ja. Und das muss man sagen, hat der auf jeden Fall. So ja, wie ja. Der sich präsentiert, das muss man, sodass der zur Kamera kommt. 100%. Aber auch nicht so zum Beispiel, dass man sagt, ey, der ist crazy. Oder, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Der Ball im Kopf, weil er so abgeht. Flow fand ich babamäßig. Ja. Ne? Flow hat der gut auf jeden Fall. Safe. Ohrwurm. Hatte ich jetzt nicht. Ja, das Problem ja, ja, ist, das leider die Hook ja. ist. Ist okay, aber ich finde auch, es muss nicht unbedingt eine Hook sein. Ja. Es kann ja auch einfach ein starker Rap-Flow sein, der irgendwie so ein bisschen. Also ich, bleibt, ich weiß, dass die Hook auf jeden Fall gut war. Aber ich habe hier keinen Ohrwurm, Bruder. Das ist das. Ja. Text fand ich wiederum sehr gut. Ja, so. Stark. Das heißt, das ist meine Bewertung für den Denno. Ist das so richtig? Ja, passt. Geil. Stark. Abstimmung, zack. Junger Bischof. Okay. Den Rekorden habe sie gebrochen. Du wirst abgestochen von einem der Bosse. Flüchtest wie eine Robbe aus dieser Zone. Ich bin eine Ikone, gib mir die Krone. Rap ist nicht ohne, ich bin Alpha, ihr Fohlen. Du wirst vom Pferd getreten und fliegst 10 Meter. Ich werd vom Pferd getreten und bin sein Endgegner. Exit-Laser, damit sich die Leber dreht, ja. Ich bin kein Hellseher, die Zukunft ist in den Sternen festgemacht. Du kannst mich nicht aufhalten. Es ist ein letzter Schlag, bevor euch Hunde so wie Hexen jagen. Sturmloch zur Abwehr eurer dreckigen Art. Wenn ich es sag, dann mache ich es wieder mal. Ey, Bro, der Beat hat richtig gut dazu gemacht. 10 Punkte für Sandro. Ich schwör's, Bruder, das war wild. Also, weißt du, wie sich das angehört hat? Bruder, der Beat hat gerade 1:1 gepasst. Wie als wenn er so in der Grundschule so ein paar Reime aufzählt. So. Bruder, ich fand ihn eigentlich okay so. Ich glaube, Text musst du bewegen. Oh, no. Ja. Ah, ja, okay. So. Der nächste Kandidat ist Noah Colin. Oh, oh Colin! Oh, nee. Colin, Junge! Haltet euch fest! Hä? Achso. Mama, tut mir leid für das Drama, Papa, ich verzeih dir das nicht da, was die Wege waren steinig, mein Bruder umgeben von vielen, doch ich bin so einsam. Ich brauch Sonne, das zeitnah, wenn mein Leben an mir vorbeirast. Du wurdest geboren reich, ich wurde geboren als Fighter, ich hol mir meinen Hack, schnell kurz Luft. Zieh am Bobby, lass Sorgen verbrennen. Young, zieh mir ein Päckchen, Tasche vor Bullen, wir rennen. Wie, der zieht am Bobby, Alter. Was? Er hat gesagt, er zieht am Bobby. Ja, so, okay. Sie, Jungs mit PTSD, die die Sonne nicht kennen. Nur noch ein Schluck von dem billigen Gin. Ey, ganz kurze Frage, ne? Ja. Also jetzt ernst gemeint, aber wir müssen uns doch nicht alle komplett angucken, Bruder. Nein, das kann man abkürzen, Bruder. Ja, ich schwöre, man kann das nicht, man kann sie nicht alle voll angucken. Ja, das ist Quatsch, Bruder. Aber man merkt direkt schon, weißt du, was ich meine? Ja, ja, so. Der nächste ist Alan Massari. Also zu zweit scheinbar, ne? Ich mach uns mal groß. Hä? Massari kennt man ja. Meine Mutter schaut mich an und sagt, was ist mit dir los? Immer diese Kopfhicks, doch ich weiß nicht wieso. Dein Leben läuft auf YouTube und meins läuft im Kino. Mein Boss gedrückt die Packs weg, auf Straße heißt es Tech. Guckst du, wenn du aufmuckst, findest ein ziemlich scheiße Ende. Mit Charlie auf die Champs-Élysées, meine Augen haben zu viel gesehen. Meine Augen haben so viel gesehen. Meine Namen sind vertieft, du sind Solidarität. Alles geht für Musik, Baby, du bist ein Dream Team. Aber hörst du den Dream, weil ich draußen weiter pisse. Willst du es mir zu viel? Nein, ich weiß nicht warum diese ganze scheiße Kopfweg, mein Brüder rauchen auf dich, kommt auch mit. Tschüss, ich will diesen Job hören. Man zahlt für alles hier im Leben seinen Preis. Weiß nicht mal, wie soll ich die Texte noch schreiben? Nein, ich weiß nicht warum. Warum ich wieder mal rausgehe und vielleicht auch draufgehe im Laden vom Mann. Meine Sinne voll rausgift, kein Stopp, alles taugt nichts. Wir haben einen Grund. Weil ich einfach nur raus will, die Welt ist ein Schaubild, doch bleib in der Hut. Nein, ich weiß nicht warum, warum, nein, ich weiß nicht warum. Ich kämpfe mein. Stopp, hier wäre. Oh, Bruder, krank, Bruder. Stopp, hier wäre auch die Hook drin gewesen, aber irgendwie. Man muss sagen, Massari hat sich auch sehr gesteigert, Bruder. Ja, also, das Ding ist aber jetzt. Ich finde so diesen melodischen Teil, wo der so seine Stimme wirklich unter Beweis stellen kann, so krass bei dem, ne? Muss der öfter, Mann. Das Ding ist jetzt, wir müssen die aber halt jetzt als Duo bewerten. Safe, ja. So, das heißt, die werden dann auch als Duo. Der war krank, kommen, der war ja, beide waren gut. Team, ja. Ich muss aber direkt schon sagen, ich glaube, Massari kann sein, dass der gar nicht mitmacht. Irgendwie habe ich schon irgendwas von dem gehört oder mit oder geschrieben oder was weiß okay. ich, dass der vielleicht nicht dabei. Ich würde ihn trotzdem gut ja, bewerten. Ja, egal, der Alan war trotzdem krass. Alan war echt krass. Wenn Massari dann nicht mitmacht, ja. Egal. Richtig, safe. Richtig krank. So, Abstimmung brandneu, ja, fand ich geil. Dann stimme jetzt nur für Alan. Ja, mach einfach für beide. Das ist für beide direkt. Ja, okay. So, Optik fand ich auch geil. Ohrwurm, ja, safe. Die Hook wäre, glaube ich, krank gekommen. Ja. Ja, Text fand ich auch gut. Bruder, das ist eine gute Bewertung hier bei den News. Ja, ja, ne, stark. Ja, die waren richtig gut, Digga. Safe. Was ich sagen muss, diesen Alan, den habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Ich fand seine Stimme richtig geil. Brutal. Übertrieben geil. Mit dem kann man viel machen. Ja. 5-9 Cincy und 5-9 Diti.
Baba-Namen. Oh, Leute, schauen wie Pokémon. In meinem Leben zu viel Missgunst. Verliert den Faden seit Jahren, enden im Tiefpunkt, weil der Teufel ist taglang mit uns. Glaubten uns die Vorfahrt, verdorben, was unser Block gab. Keine Versöhnung oder Verwöhnung in dieser Ortschaft. Gibt nur die Laterne, nicht ans Gericht. Ja, gut, also da kann man ja, also da merkt man einfach, der hat vor zwei Wochen angefangen, Bruder. Man muss auf jeden Fall am Flow und Takt arbeiten, das ist ganz wichtig. Am Text, ja. Reime. Das oder so, aber ich glaube, im erste Lage, bevor du überhaupt den Text und Reime anfängst, wirklich erstmal ein Gefühl für den Takt zu bekommen. Weil das ist das Wichtigste. Du kannst gute Reime haben, gute Texte, aber wenn du den Takt nicht triffst, dann bringt dir das auch nichts. Doch er wird wieder verlockt, weil. Ja, aber Optik muss man sagen, die bringen es irgendwie so rüber, als wenn die voll überzeugt werden davon, ne? Trotzdem. Walla, guck mal. Gib sechs. Nein, sechs jetzt nicht, aber es ist aber jetzt schon eine 3. So Mittelfeld, ja. Dann stopp. Der gibt einfach Text eine 1. Ja, weiter. Was hat er denn machen? Ja, drück weiter. Kommen wir zu Vito. Iowa, den Namen kennt man ja schon. Kennt man ja schon. Oh, Bruder, ich finde Vito auch übertrieben brutal. Ist krass. Let's go. Wenn ich sie sehe, dann hau ich an. Ruf mich nicht an auf mein Handy und frag mich nicht, wo ich bin, gab mir Vertrauen. Alle so wie wenn ich Audis park. Mami, jetzt kenn ich von Saudi ab. Ich schlafe am Abend, denn mit deinen Lächeln am Morgen werd ich von dem Blaulicht wahr. Sag, wer wir Beef und ich kläre mit jedem mein Streit. Sechs Männer Jungs aus der Gegend, das reicht. Und während dem Rap noch Pakete verteilt. Lifestyle, Träume sind heavy, doch lebt wie ein G. Grünes und Baggies verpackt in den Jeans. Und Oli ist wach, doch sie finden mich nie. Ich hänge am Block, mein Kopf ist so leer. Mich mit dem Makatusin hinterher. Ich bin so high und ich flieg durch den Raum. Und ich fühl mich, als wäre ich seit Jahren noch näher. Schenk dir nur Kugeln, mehr bist du nicht wert. Hunderte Huren, doch kommt Bruder, der ist krank! Aus Berlin, ne? Ich freu mich so darauf. Stell dir mal vor, wirklich, du kombinierst so einen Künstler mit so einem Azu. Weißt du, oder was auch immer. Boah. Oder stell mal vor, ein Battle, der gegen Hasuna oder sowas. Das ist Bruder. Krank. Boah, sie sind so abgewechselt. Ich viele Liebsten seit Jahren mit Shawty und sie weiß, bei dieser G-Millionär. 24-7 Uhr machen, bin und singe von den Ratten, seh sie lächeln, doch am Inneren sind sie gleich. Viele schon erlebt, doch doppelt so viel gesehen. Meine Stadt brennt, jeder weiß, Berlin ist zu heiß. Jeden Tag Cash Outs mit dem Beast. Viel zu viele Blackouts durch das Sweet. New kann man sein, aber keiner bleibt eins. Bringe Deutschrap's Threshold nach Release. Yo. Yeah. Wenn ich sie sehe, dann hau ich an. Ruf mich nicht an auf mein Handy und frag mich nicht, wo ich bin, gab mein Vertrauen nie ab. Alle so wie wenn ich Audis park. Money, jetzt geh mich von Saudi ab. Ich schlafe am Abend, denn mit deinen Lächeln am Morgen werd ich von dem Blaulicht ab. Bruder, du aber, bist Baba, das ist geil. Stark. Man muss auch sagen, der Beat ist abgewählt. Ja, der Beat ist eine gute Auswahl. Ich finde, was er gut gemacht hat, der hat einen hellen Beat genommen, aber seine Stimme, die Kontrast tiefgegangen gemacht. Weißt du, das passt gut. Ja. Text. Ja. Kann man passt. Sich drüber streiten? Kann man sich drüber streiten, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber passt zum Vibe auf jeden Fall. Ja. Ja, das muss ich echt sagen. So, Abstimmung. Ich finde ihn auf jeden Fall. Ja, es ist halt jetzt nicht so, dass man sowas noch nie gehört hat. Ne? Ja. Aber. Ja. So wie er es verpackt. Aber so ich finde halt, und jetzt wieder kann man das auch so sehen. Also in meinen Augen, brandneu, trifft das den Zeitgeist von heute? Ist das modern? Ja, ist das ja schon. So? Ja. Auf jeden und Fall. Und deswegen würde ich sagen, so, da kann man eigentlich ganz gute Punkte geben. Optik. Ja, Optik auf safe. Kann man sogar zu 6. Oder ich würde bei 5 bleiben. 5. Aber was willst du besser machen? Guck mal, bei 6 ist das so, so es zum Beispiel. Nichts mehr nach oben. Keine ja, 6 ist perfekt, Bruder. Ja. Der sieht aus wie ein Star, der verhält sich aber der Kamera ist, wie ein Star. Tut der doch. Meiner Meinung nach schon. Guck mal, so eine 6 ist für guck mich. Guck mal, da schreibt jemand, bei Gott, gönn es ihm. Gönn es ihm, Bruder. Digga, was das ist der doch? Voll der Nix-Gönner. Das ist doch der. Ist das der? Nein, das ist ja nicht Vito 80. Achso, der heißt auch Vito, deswegen. Ey, aber jetzt Spaß beiseite. Denkt ihr, was fehlt an dem? Vom Auftreten? Vom Auftreten wie von der Kamera an sich nichts. Aber guck mal, ihr lässt mich nicht ausreden. Ich wollte es gerade schon sagen. Guck mal, eine 6 hier in dem Fall ist für mich so einer wie Hasuna. Der spielt mit der Kamera einfach verrückt, einfach geisteskrank. Oder und wenn du dann den Namen Hasuna hörst nach 2 Wochen, dann weißt du genau, das war der. Du hast recht, Weißt du? So. 100% okay. Deswegen eine 5. So, Flow fand ich babamäßig. Der ist Hasuna, der mit den Grills, der so krank ist. Ja, so. Weißt du, du hast recht. Safe. Ja, der hast du mal einfach mehr Image halt. Image, oder? Ja, Image. Ey, so. Wir können die Optik Dings zu Image fassen. Ja, mäßig, ja. Text, so. Ja, okay. Text kann man arbeiten, aber eine 4, würde ich sagen, eine solide 4. Ja. So. Ich glaube, das ist eine geile Bewertung für den Bruder. Okay, schick ab. Unikat 7-4, dann zeig mal, was für ein Unikat du bist. Video schon mal nicht Unikat. Oh Mann.
Oh Mann, das geht nicht. Oh! Es ist. Mach mal stopp! Es ist Kollega der Boss, aber. 2001 Zeit. Von Wish, Bruder. Der Beat ist lauter als er. Bruder, man versteht also, doch nichts. Ja, doch, schon ein bisschen, aber ich würde sagen, so die Qualität ist ungefähr genauso gut wie die Qualität von seinem Rap. Und oder? Der nächste, den wir haben, ist ein YouTuber. Der ist. Nein, der ist ein Twitcher. Und zwar Hamid Loco, Digga. Aber ich glaube, der ist. Ich glaube, der ist echt gut, ja. Ich hab voll die krassen Sachen von ihm gehört, Mann. Echt? Ja, ja. Ja. Der hatte mal so ein WM-Song. Macht der Musik oder was? Der hatte mal einen WM-Song. Kannst du nicht? So eine Parodie-mäßig. Ich kenne ihn von TikTok, so ein paar Clips habe ich mal gesehen, auf jeden Fall. Durch die Decke war sogar aber fast. Ich guck ja keine FIFA-Videos. Der war sogar fast in den Charts. Voila? Mhm. Ach krass. Ja komm, gib ihm. Meine Bewerbung für Icon 5. Los geht's. We the best music! Oh my god, Ronnie. Another one. I thought it was best in the world. Hey, young Metro, trust me, we're gonna shoot you. Und ich bin hier. Der war fast in den Charts, ja? Ja, der ist krass, ja? Ich hab dir doch gar nicht gesagt, in welchen Charts. So. Ja, in welchen Charts denn? Lass dich überraschen, guck weiter. Ganz allein. Und sie hat so einen fetten Arsch. Gespenster. Ich denke nur an sie. Junge. Und ich ziehe an der Kie. Ja! Ja, 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 ja! EA Sport Game. Und ich schlafe immer raus. Mama, da komm nicht zu spät nach Hause, mein Sohn. Aber der fühlt das richtig. Aber ich glaube einfach, das ist so sein Ding. Das ist so sein Ding. Ich glaube, der macht das, glaube ich, wirklich aus Fun, so. Ey, das ist also, hoff ich. Da wäre ich fast nicht drauf gekommen, Bruder. Ich dachte, der meint das ernst. Dieser Soundeffekt. Ich habe mich. Diese Ohren. Ja. Für Kellogg's Mom. Einfach Fortnite-Konzert. Warum? Neben der mich steht eine Packung Kaugummi. Oh. Junge, wie viele Effekte hat der? Hier sind Kinder drin, zieh dir was. Junge! Hey! Hey, wir werden gesperrt! Mach das aus! Hallo? Weißt du, was das Ding ist? Also man muss ja nicht viel sagen, so künstlerisch ist er Licht auf dem, was wir suchen, so für Icon, ne? Aber durch seine Community, die Community kann ja auch voten. Der hat Image 6, Bruder. Und am Ende wird der auch in der Top 100 sein, weil die ganze Community dafür voten. Ja, Image, aufpassen, der hat eine große Community, glaube ich. Ja. Ne? Also guck mal, der hat eine große Community. Das ist auf jeden Fall sehr, ey, hä? Warum machst du das auf 1, Bruder? Bruder, so. Ey, das ist doch brandneu. Das ist brandneu. Hast du sowas schon mal gehört? Ja, Bruder, Scheiße. Das ist brandneu, Bruder. Jetzt ist er sowieso weg, Alter. Aber ich hab das voll gefühlt, Bruder. Bruder, das ist brandneu. Ich hab's richtig gefühlt. Also, wenn er das bringt, ne? Ihr könnt den ja gerne so bewerten. Das ist ja hier mein Account, Jungs. Stell mal vor, so, der kommt weiter und dann erst kommt der Runde und dann macht er was Krasses. Und stell mal vor, der gewinnt Icon. Was sagst du dann? Und dann hast du ihm eine 1 gegeben. Ja, dann sage ich Glückwunsch, wenn es verdient ist, Bruder. Und dann läuft wieder so ein Video von dir. Also brandneu gebe ich dem eine 1. Gio, ach der. Kennst du noch? Gio, auftreten? Ja. Nein, kannst du eine 6 geben? Der ist so überzeugt von 6. So, das ist auf jeden Fall meine Bewertung für den Bruder. Stark. Das ist auf jeden Fall sehr beschämend. Und ja, Bruder, du kannst ja selber abstimmen. Hör auf, mich zu beeinflussen. Ich kann voll unangenehm. Ja, voll unangenehm. Sag mal, geht? Der gehört in die Villa eigentlich, dieser Ahmed-Logo. Ja, dann bewerb den doch so, Bruder. Weißt du, der kommt schon morgens, steht da auf und macht direkt so einen. Bruder, durch seine Community wird der weit kommen, 100%. 5, 6, 7, 8, das ist die Südstadt. Weißt du, was ich aber das Problem darin sehe, Bruder? Wenn so ein Hamid Loco wirklich weit kommen sollte,
dann könnte es sein, dass dafür ein guter Rapper zu Hause bleiben muss. Es wird nicht, also das weißt ist du? So. Das ist so, wenn Hamed Loco reinkommt, bleibt ja. jemand, der und das finde ich dann bei einem Rap-Turnier falsch. Ja, ist halt. Es geht um Rap, oder? Eierplatz, da weißt du genau, wer hier diese Eier hat. Jonah LeBron hat die Boxen, die Blanz, drei Eiermann. Joko ruft an, FaceTime. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie Eminem. Struggle wie Eminem, 8 Mile. Hat man kriegt MLG Stage Time. Keine Zeit zu verlieren, alles riskieren. Verbrenne alle Brücken hinter dir. Ja, weil der Traum wurde manifest. Bruder! Oh, ich war mal eine Queen und jetzt eine. Oh, das ist krank. Aber Angst vor Rejection sagt nicht no. Backstage rauchen Backwood nach der Show. Ja, okay, Bruder. Bisschen übertreibt der gerade, weißt du? Der klingt wie Colin, sagt er. Ja, der hat so ein bisschen was für also, ich weiß warte, nicht. Drüber, ja, das drüber, ist nein, vorbei. Nein, fängt mach mal, gerade. Gib mal deine Stimme jetzt. Aber lass ihn laufen, während du deine Stimme gibst. Ab, das ist die Südstadt. Komm zu dem Eierplatz, da weißt du genau, wer hier diese Eier hat. Jonah LeBron hat die Boxen, die Blunts, drei Eiermann. Joko ruft an, FaceTime, ja. Habibi, leben den Struggle wie Eminem, 8 Mile. Batman kriegt MLG Stage Time. Keine Zeit zu verlieren, alles riskieren. Verbrenne alle Brücken hinter dir. Ja, weil jetzt. Nee, ich fand den nicht. Ich finde den echt nicht so besonders. Ja, yeah, das yeah. ist deine Stimme. Wie du willst, Bro. So. Der nächste Kandidat ist Nu. Nu, wer ist der Nu? Nu? Sind wir uns alle einig, dass der es ganz schnell ja, die Top 100 schaffen wird. Originalität gebe ich dem eine so Neues, solide, solide, ich schwanke zwischen 4 und 5. Ja, das ist deine Punktzahl. Sandro ist auch nicht so begeistert. Meiner Meinung nach wird der ganz weit kommen. Ja, 100%. Ich tendiere eher zu einer 4. Außer der choked. Optik gebe ich ihm. Er hat auch gut mit der Kamera ja. gemacht. Aber er ist jetzt auch keiner, der so wirklich krass im Kopf bleibt, ja, muss ich sagen. So. Ja, ja, also Optik ist, glaube ich, hier bei ihm der ja. schlechteste Punkt, den ich ihm ja, geben muss. Aber nichts Neues. Er eine 3. Ist Neues, so, ne? Er eine 3. Okay. Ohrwurm hat er auf jeden Fall. Ohrwurm, also, ja. Aber Ohrwurm ist nichts Neues. Ohrwurm. Ja. Hatte ich, ja. Ohrwurm 5? Was? Flow war cool. Also ich, Bruder, auf und krank, Bruder. Du hörst die Hook einmal. So, das ist meine Bewertung. Okay, gib ab. Wir kommen zu dem nächsten Kandidaten. Bruder, der sieht miese aus wie du, Collins. Collins, Bruder! Wallah, einfach Collins, Bruder. Einfach die ganzen Kommentare, dass ich weiß, was du schätzt. Ihr supportet die Scheiße, ich schreib es im Red Parts. Hatte Zweifel, doch letzter. 2,23 geht der Stoff in Sorgheit. Mode riecher, aber top in Form. Wallah, Collins! Ein Doppelmord, das Rap, mein Freund. Kein Modeljob, Vollzeit-Rap über Wirbel und Knochenmark. Ununterbrochen, der gleiche wie hier, nicht um Hype zu kreieren. Ja, nur ja, eine Woche ja, Tag ja, offenbar ja, pass ich ja. so nicht ins Bild. Sitze mit Zweifel am Keyboard. Doch mach wieder mal das, was ich will. Nicht das, was die möchten und meinen wie GV. Aus jedem einzelnen Kriegsort wünsche ich Kraft, egal welcher Glaube in künftiger Schlacht. Und wenn ich dann lese, dass du dich erschlägst oder stichst, sag welche Gründe, du hast kein vernünftiger Satz aus dem Mund deines Rappers in Songs, damit sich Erträge stapeln. Gib alles auf Beats ab jetzt, wir sehen uns die nächsten Tag. Hey. Ich schaffe sie selbst raus. Ich brauch keine Manager-Moves oder LV. Nein, all meine dunklen Tage sehen hell aus. Zum Glück investier in Musik, deshalb hau ich Geld raus. So sieht meine Welt aus. Ich schaffe sie selbst raus. Ich brauch keine Manager-Moves oder LV. Also, soll ich eine Sache sagen? Er ist ein sehr starker Künstler, der hat auch Dings. Ich finde aber so. Ich kenne noch viele Sachen von dem. Auf dem Beat finde ich ihn gar nicht so krass, wie ich den eigentlich kenne. Ich finde ihn auf anderen Beats viel stärker. Ja, also. Viel, viel stärker. Ich muss Dream sagen, ich finde seine Lyrik Baba. Ne, richtig geile Sachen, so die er einfach thematisiert. Auf jeden Fall, 100%. Aber das Problem ist, die Lines, die stechen nicht hervor. Weißt du, das sind geile Lines drin, aber die gehen irgendwie unter aufgrund seines Flows, finde ich. Weißt du, was ich meine? Er hat viele Sachen gesagt, die, wo ich so sagen würde, boah, das war eine krasse Line, aber die ist irgendwie untergegangen. Die ist nicht rausgestorben. Die ist nicht rausgestorben, ja, genau. Aufbauen, ne? So, ja. Ja, aber vielleicht ist aber auch, wie gesagt, ich sag dir, das ist nicht der Beat, wo ich denke, dass Marquise so, also meiner nach. Aber so. Trotzdem, cooler Künstler. Brandneu, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht das Neueste, so, ja, ja. Ne, also so eine 4. Okay. Und eine 4 ist, glaube ich, schon ganz gut. Okay. Damit ist er, glaube ich, gut bedient. So, Auftreten, ja, bleibt jetzt auch nicht unbedingt im Kopf von der Optik. Pass auf jetzt, alles, was du jetzt sagst, wird doch auf ihn übertragen. Ja, ist leider so. Flow war Baba ja, dafür. Ja. Ohrwurm leider nicht. Und der Text war? 6, 100%.
Doch, doch. Der Text ist. Na, ja, ja. Sex ist wieder über. Ich weiß Sex nicht. Ist so. Aber ich halte mich da raus, was das angeht. Ja, okay. Ich finde es voll crazy, so zu sehen, wie du die Punkte vergibst. Ich meine, ich will dir nicht reinreden. Ja. Aber boah, für mich ist der einfach eine 6 von 6 von 6. Also, du hast das jetzt komplett sehr stark. Ja, weil er aussieht wie du. Das nein, nein. Also, ich finde den krass. Du würdest ihn jetzt zum ersten Mal hören, ohne dass du die anderen Tracks kennst. Du würdest 6, 6, 6 geben. Ich will dir wieder nicht reinreden in deine Punkte, aber nur weil der rappt. Und dieses LV. Hättest du davon ein Ohrwurm? Schon, also das kann gut im Kopf bleiben. Bruder, guck mal, ich könnte diesen Song, ich schwör dir auf alles, ich höre diesen Song 5-mal, aber ich habe trotzdem kein Ohrwurm davon. Walla Billa, ja, so. Wie gesagt. Das ist das. Deswegen einfach eine 2, weißt du? Aber ich finde, man sollte sich nicht bei Ohrwurm... Guck mal, das Ding ist, es ist auch Geschmackssache. Vielleicht ist es bei dir ein Ohrwurm, aber bei mir nicht so. Weißt du, was ich meine? Ich finde halt, man sollte nicht Ohrwurm oder diese Kategorie Ohrwurm darauf reduzieren, ob der jetzt singt. Weißt du? Ja, so oder so. Nein, sowieso nicht. Ja, aber das bleibt der Topf nicht im Kopf. Ja, also. Mach mal deine Punkte jetzt. Alles gut. Let's go. Sonne scheint, bin online. Sie will nur mal, ich sag nein. Jibo brennt, alles fein. Baba Flow, check mein Style. Feel mein Vibe, Jackie all the night. Koffig, aber alles alright. Sonne scheint, bin online. Sie will nur mal, ich sag nein. Jibo brennt, alles fein. Baba Flow, check mein Style. Feel mein Vibe, Jackie all the night. Koffig, aber alles alright. Zieh ein Zug von Zigarra. Fick den Nippisch, damit die Lara. Hood, Kaffee ist Lash, Brudi wieder mal. Vegas, Brudi, Baby, ich bin aber Flow on the beat, ich bin heftig. Krieg deine Meinung, Fotze, auch mein Schminker, so ist wie Catfish. Gebe Gas auf Autobahn, bin ein Playboy wie Shah Rukh Khan. Dreimal, sie macht alles, was ich sage, als wäre ich ein Sultan. Verscham in einem Berg. Na, Bruder, das. Jemand sagt gerade, ich fühle einfach alles und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr in der Jury. Ich helfe jetzt beim Ausstellungsverfahren, aber ich bin froh, dass ich nicht in der Jury sein muss, weil ich finde, sowas hat auch übertrieben viel bei Potenzial. Bei Colin wäre der in Top 12 gekommen, der wäre jetzt schon Winner. Nein, aber ich glaube, ihr checkt einfach den Film nicht. Ich check den Film, Bruder. Ihr checkt den Film nicht, Bruder. Ich check den Film. Feiert ihr Young Hearn? Ja, Bruder. Nein. Nein, siehst du? Weil ihr seid schön. Ich kenne ihn, aber ich feiere den nicht. Ich feiere Young Hearn tot. Ich feiere Young Hearn eigentlich. Ja, das ist Geschmack wiederum. Ja, ja, klar. Also. Das ist einfach ein anderer Film. So, oder? Meine Punkte. Originalität 1. Optik 1. Man sieht den nicht eigentlich 0, aber kann man ja nicht machen. Aber wie kannst du 0? Geh mal auf 0. Nein, geht nicht, Bruder. Bei Optik müsste eigentlich, Bro. Ach, ne. Oder? Klar. Ja, wir gucken. So, Flow. Gebe ich ihm noch eine 2. Das ist aber auch die beste Punktzahl, die ich dem hier bei meiner Bewertung gebe. Ohrwurm 1, Text 1 und... Nee, geht nicht. Geht okay. Nicht. Ja, okay. Krass. Also okay. 1 ist das Schlechteste dann, was man geben kann. Ja. Kani 759. Der uns gerade hier bestochen hat, 9 Euro. Das ist viel zu wenig, Bruder. Hättest du mehr gesendet, hätten wir drei weitergelassen. Jetzt Ei, Bruder. Schlechte Bewertung kommt. So. Muss schnell sein jetzt. Das mit dem Arbeiten. Die wollen ganz groß rauskommen. Als was denn? Oder hat der Film gemacht? Fitner, ich liebe es. Blue Atlanta, blöd. Rapstar will der werden. Geiler Beat. Okay. Ey, die meisten deutschen Newcomer sind unter meinem Schwanz. Ey, deine Lieblingsrapper kennen mich und finden mich krass. Die ganzen Pisse heutzutage sind nur Schauspielkanacken. Hört mal lieber auf mit Rap und geht eine Ausbildung machen. Bruder, der ist Baba, der ist geil, Bruder. Weil ihr habt keinen Plan von der Kultur. Die meisten von euch rappen für ne Wagen und ne Uhr. Ihr rappt alle für Familie und alle nur für Mama. Doch der Spotify-Verdienst hat dann auf Nase weggeballert, ey. Boah, geil. Mann, du weißt, was ich mein. Wenn's der Trap bei mir nicht klappt, dann geh ich weiter verteilen. Ich geb ein Fick auf das Gesetz, denn mir ist alles egal, weil im Gegensatz zu euch, ja, hab ich keine Wahl. Meine Psyche ist gefickt, ich push Tüten und mach Hits. Währenddessen sitzen alle meine Brüder vor Gericht. Bruder, übelst kranker Shit, ja, ich leb, was ich rappe. Und bin jeden Tag bei mir in meiner Gegend zu treffen, ah. Willkommen in der Hut mit Beton in der Brust, Bruder, schreib ich die Sätze, ah. Jeder Kopf ist ein Hund, der soll dort weggepusht. Mich kann keiner hier bremsen, ah. In meinem Kopf so viel Druck, denn die Hoffnung kaputt. Besser halt deine Fresse, ah. Ihr werdet gebumst, meine Songs sind der Grund. Ich bin einfach der Beste. Yeah, ah. Ich rap es weg und nur ne Frankreich-Kopie. Die meisten von euch tanzen so wie kleine Schlappen auf Beats. Aus dem Ficken, Bruder, hab ich kein Ziel. Mein Ego ist am Fliegen, scheiß auf was du laberst, du Peach. Ich mach Mucke aus Herz und nicht für Spotify die Hits. Wenn ich komme, dann wird deutscher Rap im Doggy-Style gefickt. Ihr macht solche kleine Kids, ich mach Rap für Therapie. Mein Kopf ist so gefickt, denn meine Texte sind zu real, ey. Ja, Mann, du weißt, was ich mein. Du musst doch leben, was du rappst, ist, was dir keiner begreift. Ich bin real, mein Bruder, ja, ich mach seit Jahren mein Schneid.
ab und die meisten meiner Klicks kommen von der Staatsanwaltschaft. Ja, Bruder, ja. Mama, was ist hier passiert? Mama, kurzer Lagebericht. Mama, stopp. Ja, Bruder, fick uns doch nicht, ja, Bruder. Wir mussten das doch hochladen noch, Bruder. Walla, bei ihm, ich muss einfach alles zensieren gleich, Bruder, ja. Vor allem, weißt du, der hat sehr Krampf, oft, Bruder. Weißt du, auf der, ja. Real, der hat sehr oft von ihm gesprochen, wie real er ist, die ganze Zeit. So 3-4 Zeilen die ganze Zeit hat er gesagt. Er will authentisch einfach rüberkommen, ja, ja. Ne? So. So, weiter. Nur ein Stift und Papier, um mir alles zu beschreiben, braucht man nicht so viele Sätze. Früher waren Rapper Dealer, heute sind sie Konsumenten, ah. Boah. Diese Hook ballert irgendwie. Also, der kann nicht gut singen, aber das ballert voll. Bremsen, ah. In meinem Kopf so viel Minuten, du bist kaputt, besser halt deine Fresse, ah. Ich bin einfach der Beste. Oh. Okay, ja, der ist cool, war mal cool. Der hat auf jeden Fall sein Gebiet, so. Hey, Stil, der ist ja. Cool. Stil her. Ja. Er hat seinen Style gefunden. Ich finde das voll lustig, dass so ein Künstler, der. Weißt du, das ist ein gutes Beispiel für eine Hook, die im Ohr bleibt, obwohl der nicht singt. Hm. So, weißt du, das hat irgendwie so, ich weiß gar nicht. War ein bisschen Gesang mal da drin in den Endtönen. Ja, aber so, ist jetzt kein wirkliches Gesang. Das ist einfach so Rap-Gesang. So, ich finde den auf jeden Fall. Ich finde den cool. Ist jetzt nichts, was so. Mhm. Weißt du, das hat man schon gehört. Ja, so. Aber er ist schon. Er hat trotzdem was Eigenes an sich, muss man sagen. Was Besonderes. Das hat er gut umgesetzt. Ja, auch viel. Also guck mal, das ist wieder so ein Kandidat. Wenn der in einer Gruppe fehlt, das wird dir nicht auffallen. Ja. Ohne es böse zu meinen. Ja. Voilà. Ja. Aber wenn du so, keine Ahnung, so ein Hasuna, der fällt halt. Ja. Der ist einfach das beste Beispiel bei Optik, Bruder, weißt du? Ja. Deswegen bei mir hier. 3 oder 4. Komm, 4 auf korrekt. Flow war Baba, fand ich cool, aber auch monoton, ne? Ohrwurm, bei mir jetzt nicht so, aber trotzdem auf jeden Fall eine 4. Das ist eine starke Punktzahl. Ja, Mann. Wir machen weiter mit Abo Haiwan. Abo Haiwan! Haiwan. Was ein Rapper-Name, Alter. Ey, ich glaube, der ist glaube ich, lustig. Ewa, was geht ab? Abo Haiwan 3. Oh ne, Bruder, nicht so. Ewa geht raus und alle meine Jungs aufs Haus. Aber nicht so ein Trash-Ding, Bruder. Nicht so ein Trash-Ding, Bruder. Hoffentlich nicht. Nein, Bruder. Ich glaub, mal weiter. Der ist krass. Oh yeah! Stecherei vor Türken nadelt. Zieh ein fettes Brett weg in der Blüchterstraße. Muss nochmal drüber schlafen. 13 Uhr ist Übergabe, grüne Wache über Tage. Du begrabe, warte und ich zeig dir, wer der Boss ist. Bist du Bocky? Ach, Bruder, Alter. Brauchst du was? Brauchst du was? Sofort nochmal für eine Auto steht, die trocken ihr Opfer. Abo, hey, wann bin ich top, ist dicker Schock, wow. Jackie sehen aus wie Mr. Burns. Zieh mit Timmy Turner, Feenstaub, dick gestört. Zahlst du keine Schulden, stich ins Herz, blick da mehr. Schmeißt du deine Leiche ins Müll, da wo du hingehörst. Vollgas, 3, 4, 5, 6 Schüsse im Revolver. Das ist nicht im Ohr. Unsere Straßen sind kalt, geht's bei Marschkal um Preis. Heißt es 8 gegen 3, seid bereit. Kannst du mir das alles weg, setz dich hier nach Portemonnaie auf und gib das Patte jetzt. Ja, jetzt. Mogis Bruder? Geil, Bruder! Ich voll die Mowgli-Vibes. Stimmt, das könnte sein Cousin sein. Das könnte echt sein Bruder sein, der hat uns nie davon erzählt. Oder vielleicht ist das Mowgli, der hat die Bart wachsen lassen. Schau mal vor, der hat sich wirklich verkleidet und so. So, was sagst du? Also, der bringt irgendwie einen frischen Wind rein. Bruder, ich hab Lust, einen Coup zu starten, Bruder. Der ist irgendwie, ehrlich. Der ist irgendwie anders als die anderen, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eine faire Bewertung für den, oder? Mhm. Würde ich schon so sagen, auf jeden Fall doch. So, der nächste Künstler ist Adonis. Adonis. Guter Name. Mensch, heute Nacht in meinem Zimmer. Ich weiß, du siehst mir vom Balkon zu. In der Novo, der neue Apollivan-Jack. Konam, meine Säule, bevor ich so schnell lebt. Meine Brüder suchen keinen Stress. Der Kipper ist klein, doch wir ficken euch. Multitasking, sein Vater. Deutsche Sprache um Balkan. Zahl heute bar, kein Klarner. In meine Stadt wird heute zur Strada. Hey, ich kenne ihn doch, meine Tracks werden dort, sie treffen. Party, Junge! Ich meine, hey, ich soll das Schleife, ich hab gefunden, was mir fehlt. Musik ist heute mein Weg. Egal wer vor mir steht, ich bremse nicht ab. Partys in Hotels. Der hat voll die Apache-Vibes gebracht, ja? Boah, Bruder, krank! Brandneu bekommt er von mir 5 Punkte. Okay. Optik bekommt er von mir 4 Punkte. Okay. Flow bekommt er von mir
4 Punkte. Okay. Und Text würde ich ihm auf jeden Fall eine 4 geben. So. Häng mit Cheese in der Gosse. Haben die Plumpen in Socken. Ja, ja. Fetter Arsch, schwarze Locken. Mittags den Schnapp machen, abends verzocken. Häng mit Cheese in der Gosse. Haben die Plumpen in Socken. Aha. Fetter Arsch, schwarze Locken. Mittags den Schnapp machen, abends verzocken. Herzlich willkommen in Stuttgarter Untergrund. Wo der Bulle Gott sei Dank noch keine Drogenfund. Ja, die Kurzen bringen die Drogen rum. Alle von den Älteren laufen draußen ohne rum. Ey, wegen Plumpen kommt Nutte. Geht mit zu wenig zu Kutte. Denn sie will bei mir ausgeben. Frick, kannst du drauflegen, denn ich hab Gute. Ja, wir hatten keine Älteren. Mussten alles selber lernen, so wurden wir zu Kälteren. Ja, wir hatten keine guten Preise. Haben uns jetzt aufgebaut, verteilen heute gute Preise. Mama, fick dir Gedächtnis. Einzigster Sohn ins Gefängnis. Stuttgarter Norden, wo nix unter 6 ist. Meldo 711, der Einfeind vom Gesetz ist. Häng mit Cheese in der Gosse. Haben die Plumpen in Socken. Fetter Arsch, schwarze Locken. Mittags den Schnapp machen, abends verzocken. Häng mit Cheese in der Gosse. Haben die Plumpen in Socken. Ey, ich fand den Rapper cool. Voilà, vor allem seine Stimme. Der hat Wiedererkennungswert. Optik, ja, ich hab ihn jetzt nicht. Man, das ist das. Ne? Man weiß nicht, wie er aussieht. Ich wusste auch nicht, wer das war. Ohrwurm. Aufgrund seiner Stimme würde ich schon eher zu 4 oder 5 tendieren. Der nächste ist Abbas bzw. Ali. Und das ist der kleine Bruder von Khidr. Den kennt ihr vielleicht auch nicht. Echt jetzt? Wer ist das? Woher weißt du das? Ich hatte mit Khidr geschrieben. Bart ist voll mit Kopf, so wie jeden Tag. Mein Rambo scharf wie ein Säbelzahn. Herzkalt, so wie Hagen, dass der Bulle stürmt, rein mit Tränengas. Doch ich bleib loyal mein Leben lang. Ey. Wir haben alle einen Knacks, doch bleiben gerade. Kommt hart auf hart, dann gehen wir rein für ein paar Jahre. Wechsel einmal jeden Monat meine Karte. Verteile Hasebrum, mein Sternzeichen ist Marke. Ich zahl den Preis auf der Straße ganz allein. Wenn sie dich fragen, sag kein Satz, sonst fahr ich ein. Der macht richtig Straße, ja. Gute Energie auf jeden Fall. Ja, stark, viel ja. Zu wenig eigentlich. Sehr dynamisch. Mach doch mehr. Ja, also brandneu ist es jetzt nicht. Originalität würde ich ihm eine 4 geben, um ehrlich zu sein. Und damit ist er, glaube ich, schon sehr gut bedient. Okay. Obwohl, wobei ich eher zu 3 sogar tendieren würde, weil so aktuell oder so modern, was Neues ist es jetzt auch nicht, ne? Um ehrlich zu sein. Ja, geht aber mehr. Und auch er ist jemand so, wenn er nicht in der Gruppe ist, der fällt dir nicht auf, Bruder, dass er gerade fehlt. Ist er bei Endo? Weißt du? Das weiß ich nicht, Bruder, keine Ahnung. Ohrwurm hatte ich ja, tatsächlich hier nicht, da gebe ich dem eine 3 und Text auch 3. So, das ist meine Bewertung für ihn. Kommen wir zur nächsten Künstlerin, die erste Künstlerin. Who stand in front of you in Nike shoes? Hör gut zu. Ja, gut. Von der Street to you, fresh on Kopf. Ich will sagen. Und du guckst mir zu, willst sein wie ich. Doch für mich so gut, bin ich so wie du. Oh my God, I look so good. Ja, I look so good. Das war's einfach schon? Ja. Ey, niemals! Ey, ja, das ist Quatsch. Okay. Das Colin, war's? Colin, war ja so? Sorry. Ich finde schon, die ist auf jeden Fall, die hat irgendwas Neues. Boah, Bruder, bitte sei leise, Bruder. Also, tut mir leid, aber 1,0, 1,0, 1,0. Bruder, aber so. Geist ist gerade, die hat 10, 15 Sekunden gerappt. Dir. Okay. Also, ich finde den cool. Ich fand halt seine Stimme Baba, ne? So. Ja, ich fand am Anfang waren die Reime ein bisschen so kreuz und quer, erst am Ende hat er sich. Ja, aber der hat sich gefangen irgendwie am Ende und auch so die Betonung an manchen Stellen fand ich geil. Ja. Also ich glaube, das ist ein Künstler aus, der kann sich noch, glaube ich, entwickeln, Alter. Der könnte aufgehen. Ja, das auf jeden Fall. Okay, der letzte der heutigen Folge ist Franjo. Die Welt um mich herum, sie ist zu grau. Der Teufel auf Schulter sagt, bitte vertrau. Wie soll ich vertrauen an mein Handy, die Achter? Wenn mich Bullen packen, die soll die Mama. Nichts bleibt die gleich um mich rum, nur noch Drama. Wünschte es wäre nur einmal wie damals. Bin ich auf Jagd oder jagt mich mein Karma. Ich plane nen Coup auf den Geldtransporter und der fährt auf der A3. Ich plane nen Coup in der Jackentasche, immer die Neuner dabei. Ich plane nen Coup, entweder bist du dabei oder du schweigst. Ich plane nen Coup, weil ich es muss und es tut gut, das Leben verflucht. Geh oder im Plattenbau. Ja. Ja, da muss ich entscheiden, der Künstler. Ich hätte ihn gerne also, gesehen. Ich finde ihn auch behindert gut. Originalität, behindert Kreativität gebe ich ihm eine 5. Boah, Bruder. Was denn, für dich das wieder eine 6, ganz, ne? Da hätte ich auch 6 gegeben, ehrlich. Weil findest das ist etwas, was das habe ich schon nie so gehört. Das ist echt so, Bruder. Na, oder das ist gerade mal sein Bewerbungsvideo, das geisteskrank. Ich sag nichts dazu.
Aber ich bin. Ich will jetzt auch nicht direkt zu krass bewerten, Bruder. Eine 6 wäre jetzt. Bruder, das ist schon. Ja, du darfst aber nicht vergessen, du hast bei Optik 2 gegeben. Das heißt, das kann krass sein. Für mich ist eine 6 so schon so viel. Das heißt, du musst um ein bisschen mehr geben. Egal, von mir kriegt der 6, 6 und dann eine. 5, Flow, 5. Cool, Ohrwurm auf jeden Fall. Das ist ja nur seine Bewertung. Text, so. Das ich heißt, das ja auch noch bewerten. 5, 3, 4. Der ist absolut. Der ist krank, der Typ. Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war die erste Folge von den Bewerbern von Icon 5. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ganz wichtig, das werden wir jetzt jede Folge machen, schreibt mal bitte immer unter die Kommentare, wer eure Favoriten von der aktuellen Folge sind. Also wen fandet ihr am besten? Das interessiert uns nämlich auch persönlich, okay? Wir haben in dieser Folge einige gute. Ja, Mann. Wirklich, also es hat sehr, sehr stark angefangen. Und ihr könnt auch sehr gerne schon mal reinschreiben, auf wen wir morgen schon reagieren sollen. Vielleicht habt ihr schon irgendwen auf YouTube gesehen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann checken wir die als erstes ab, bei denen die am meisten genannt worden sind. Und dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao. Ciao.